Moin Leute, ich heize mit Klimaanlagen, also mit Luft-Luft-Wärmepumpen und erzeuge den Strom dafür selbst mit einer 11 Kilowatt Peak DIY-PV-Anlage mit 22 Kilowattstunden DIY-Akku. Mehr Infos dazu findet ihr hier oben. Heute zeige ich euch, wie gut der Kram für Februar und für März funktioniert hat. Außerdem versuche ich seit anderthalb Jahren meine PV-Anlage anzumelden, um Einspeisevergütung zu erhalten und auch um den ganzen Prozess mal kennenzulernen und die Bürokratie dahinter. Und hierzu gibt es echt spannende Neuigkeiten. Es ist tatsächlich was passiert jetzt. Also ich habe 11 Kilowatt Peak PV-Module auf dem Carport und auf unserer Veranda und alles ist komplett flach, also schlechter geht's praktisch gar nicht für Winter und Frühjahr. Warum flach? Einfach weil hier relativ starker Wind weht und wir sehr exponiert wurden, deswegen war mir das zu gefährlich. Da bin ich auch etwas ängstlich, möglicherweise ändere ich das mit der Zeit noch, wenn ich mich da traue. März war ein super starker Monat mit sehr viel Sonne und ich habe praktisch nichts an Strom bezahlt und ich habe mit Strom wirklich geheizt, also mit den Klimaanlagen. Hier könnt ihr erstmal den Temperaturverlauf für den März sehen. Also nachts war es immer noch sehr kalt, so um die 0 Grad, teilweise auch bis zu -4, -5 Grad. Schauen wir uns nochmal an, was so über die PV-Anlage reingekommen ist. Die meisten Tage waren tatsächlich immer so zwischen 20 bis 30 Kilowattstunden an Einnahmen. Also richtig gut. Insgesamt waren es Einnahmen von 719 Kilowattstunden. Und im Mittel müssten die für März eigentlich laut PVGIS so bei ca. 570 Kilowattstunden liegen. Also das war wirklich ein sehr starker Monat, das muss man dazu sagen. Okay, alles klar. Wie viel davon habe ich jetzt selbst verwendet und wie viel haben wir ins Netz eingespeist? Ist ja auch extrem wichtig zu wissen. Vom Netz haben wir für den gesamten Monat 107 Kilowattstunden bezogen. Ja, ist ziemlich wenig, würde ich sagen. Und jetzt kommt noch was. Ihr seht hier diesen Peak beim 3.3. und beim 4.3. Hier habe ich unseren Akku erweitert, deswegen war in dieser Zeit praktisch gar nicht aktiv. Also der Akku war abgekoppelt. Also praktisch gesehen könnte man diese beiden Tage noch abziehen und dann lägen wir sogar nur bei grob 50 Kilowattstunden Bezug für den gesamten Monat. Das ist schon verdammt wenig. Also wir bezahlen im Moment 36 Cent pro Kilowattstunde und das wären ungefähr 18 Euro Stromkosten inklusive Raumheizung. Ja, das muss man sich halt klar machen, das ist halt schon verdammt gut. Und tatsächlich haben wir in diesem Monat auch viel ins Netz eingespeist, also wir bekommen auch noch Geld zurück. Schauen wir uns an, wie viel. Ihr seht jetzt hier, dass wir insgesamt 163 Kilowattstunden eingespeist haben und wenn man die Zeit ohne Akku abzieht, dann komme ich auf grob 140 Kilowattstunden und dafür bekomme ich dann aktuell 7 Cent pro Kilowattstunde, also sind das ungefähr 10 Euro. Das heißt, meine Stromkosten für den März beliefen sich also auf volle 8 Euro für den gesamten Monat und das, wie gesagt, mit Raumheizung. Ich finde das wirklich krass, mich überrascht das selber immer wieder. Jetzt hier in der Grafik könnt ihr auch mal sehen, wie viel so ein Akku eigentlich ausmacht. Das fand ich halt selber auch interessant, denn an dem Tag, wo der Akku ausgefallen ist, haben wir ca. 27 Kilowattstunden aus dem Netz gezogen, obwohl die PV sehr viel geliefert hat. Zieht euch das Bild hier mal rein, dann seht ihr relativ schnell, warum. Die grüne Fläche, die ihr da seht, ist der PV-Ertrag über einem Tag, wo, sag ich mal, wo es ganz gut lief. Und die gelbe Fläche ist das, was in den Akku rein oder rausging. Und ihr seht, am Mittag geht fast die gesamte PV-Leistung in den Akku rein, weil ich die einfach nicht verbrauche in der Zeit. Und erst am Abend wird entnommen. Besonders durch die Heizung und Klimaanlage ist das sogar relativ viel, ne? Das heißt, ich habe die ganze Zeit über die Nacht diesen Verbrauch, den ich über den Akku abdecken kann. Und das ist halt sehr schön, damit schaffe ich halt einen guten Lastausgleich. Wobei ich sagen muss, dass mein jetziger Akku überdimensioniert ist. Das ist aber Absicht, da die Teile wirklich noch günstig zu haben waren. Und weil ich die PV noch erweitern werde, beziehungsweise auch noch mehr Verbraucher haben werde, also die Anlage wächst noch. Das war also eher vorsorglich. Falls ihr eine erste Abschätzung für eine Akkugröße haben wollt, wenn ihr da unsicher seid, dann schaut doch mal hier in die Stromspeicherinspektion 2022 rein. Hier gibt es nämlich eine schöne erste Einsortierung. Ja? Möglicherweise bringen wir auch bald den eigenen Online-Rechner raus, damit ihr das etwas genauer bestimmen könnt. Jo, wie lief's denn im Februar? Ne? März war, wie gesagt, ein sehr starker Monat und Februar zum Beispiel war ein relativ schwacher Monat. Hier lief's schlechter. Es war halt kälter und die Sonne schien halt auch sehr wenig. In dem Fall waren es nur 239 Kilowattstunden an PV-Einnahmen und 18 Kilowattstunden gingen raus, also wurden ins öffentliche Netz eingespeist. Verbraucht haben wir dann am Ende 367 Kilowattstunden an Strom für den Monat und nochmal, das war unser Komplettverbrauch inklusive Raumheizung, also das muss man sich bitte immer klar machen, ne? Insgesamt 21 Kilowattstunden am Tag ohne PV also und 13 Kilowattstunden am Tag mit der PV. Das ist der Unterschied für Februar gewesen, obwohl der Monat echt schwach war.
Jo, gibt noch Neuigkeiten, und zwar habe ich eine neue Klimaanlage fürs Wohnzimmer. Bisher hatten wir da so eine alte LG S12 Klimaanlage drin und die war tatsächlich zu schwach, also es wurde nicht ordentlich warm, besonders an kalten Tagen hat das einfach nicht ausgereicht. Deswegen wechselt die jetzt in ein kleineres Zimmer und wurde gegen eine große, schöne Mitsubishi MSZ AP42 VG ausgetauscht. Die hat richtig Power. Warum habe ich Mitsubishi genommen? Weil ihr mir dazu geraten habt tatsächlich. Also sehr viele Zuschauer haben die super gelobt, auch was die Haltbarkeit angeht. Also viele hatten die schon 10, 11 Jahre im Einsatz und meinten alles tipptopp. Und das Teil, was ich hier gekauft habe, hat auch noch einen Scope von 4,7, also einen mega guten Wirkungsgrad. Das heißt zum Beispiel, ich stecke so eine Kilowattstunde an Energie rein, an Strom, und bekomme dann 4,7 Kilowattstunden an Wärmeenergie wieder raus. Also das ist ziemlich cool. Und das gemittelt über das gesamte Jahr. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Optimalwert, sondern das ist schon ein Mittelwert, der übers Jahr halt genommen wird. Kostenpunkt mit Wandhalterung, Leitung und Versand waren 1.400 Euro. Bestellt habe ich wieder bei Clivago. Und nein, ich habe nichts mit dem Shop am Hut. Die wissen nicht mal, dass ich die hier erwähne. Ansonsten kann ich über die Mitsubishi nur sagen, dass sie phänomenal leise ist. Also ist tatsächlich nochmal besser als die LG, also das Außengerät meine ich. Und das Gerät hat mega viel Power. Das bekommt unser großes und schlecht gedämmtes Wohnzimmer wirklich innerhalb von 10 bis 15 Minuten komplett warm. Und sobald das Zimmer dann auf Temperatur ist, geht auch die Lüftung runter und man merkt eigentlich nicht mehr viel von dem Ding. Also das klappt eigentlich ganz gut. Klar, wie immer, die Frage, bin ich gekauft? Und ich kann immer nur sagen, wie immer, nein, bin ich nicht. Ich habe mit keinem der genannten Shops irgendetwas am Hut und ich bin dort ganz normaler Kunde. Die wussten nicht mal was von meiner Erwähnung. Zum Beispiel nach dem letzten Video, was ich über Wärmepumpen gebracht habe, wurde ich sogar von den überraschten Klima-Express-Leuten angeschrieben und die wollten mir als Dankeschön eine Klimaanlage schenken. Das fand ich tatsächlich ziemlich nett, vor allem, weil keine Gegenleistung verlangt wurde. Aber ich habe es halt wie immer abgelehnt, da ich auf Anhieb nicht wüsste, wie ich die Klimaanlagen testen kann und ich solche Sachen grundsätzlich nicht so gerne mache. Eigentlich nur bei starkem Interesse von euch, wie zum Beispiel bei dem EcoFlow Delta Pro. Für mich ist halt immer so, ich denke, Unabhängigkeit ist mein Kapital irgendwie. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ne? Jo, Party, ich bekomme tatsächlich Einspeisevergütung, es ist kein Witz. Nach anderthalb Jahren bekomme ich mit meiner DIY-Anlage nun Einspeisevergütung. Volle 7 Cent die Kilowattstunde war es das letzte Mal und ich habe das letzte Mal, also für einen, ich weiß gar nicht mehr welchen Zeitraum das war, volle 13 Euro bekommen. Ich würde sagen, mit dem Geld schmeißt man eine dicke Party. Nein, Quatsch, das war für einen Monat natürlich und das im Winter, also alles gut jetzt, das war eher ein Scherz. Aber ich freue mich mega, dass das endlich geklappt hat und dieser Terror endlich ein Ende hat. Und ich bin froh, sagen zu können, ja, es ist möglich, auch mit einer DIY-Anlage kannst du Einspeisevergütung bekommen. Es ist nicht einfach, aber es geht. Ich werde demnächst noch eine Folge zu meiner Anmeldung bringen und euch dann nochmal komplett erzählen, was ich da alles erlebt habe, von Anfang bis zum Ende. Da war in meinen Augen sehr viel Licht, aber auch sehr viel Schatten. Also es war sehr unterschiedlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da und ein Like. Und ich freue mich immer sehr über sowas und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.